Das kann man natürlich probieren. Aber das wird nicht so der Fall sein. Die Folgen, wo die Weihnachtskisten sind, oder die Halloween-Kisten, oder die Halloween-Monster. Mal ganz ehrlich, die kommen doch immer erst Anfang November auf den Kanälen. Weil in der Praxis nicht so tagesaktuell aufnehmen kann, wie man das eigentlich gerne wollte. Und auch wenn das vielleicht anders vermittelt wird in den Videos, vor dem gleichen Problem stehen auch richtig große YouTuber eigentlich immer. Ja. Nur haben die halt andere Möglichkeiten als ich, können sich die Zeit halt noch ein bisschen besser einteilen. So wie sie ist, aber die haben ja auch sehr viel beschäftigt, sehr viel auf Reisen vor allem. Und ich habe einen Heidenrespekt vor dieser Longboard 2, die, wenn ich ja, entweder gerade noch läuft oder schon vorbei ist. Wenn ihr das jetzt hier seht, die Informationen sind gerade frisch raus von der Aufnahme her. Ich glaube, vor 3 oder 4 Tagen wurde es offiziell bestätigt, dass eine Longboard 2 kommt. Ich habe das Video dazu lustigerweise noch nicht angeschaut. Ich weiß nur, dass sie kommt. Und das wird jetzt auch sehr interessant, was sie machen. Also, ein Däner hat ja zum Beispiel ein Projekt, wo er richtig gut im Voraus aufnehmen kann, zum Beispiel ARK oder Lucky Block Battle. Also das Lucky Block Battle eignet sich zum Beispiel sehr gut zum im Voraus aufnehmen, weil man hat halt super viel Bock drauf quasi, ja. Das ist halt immer wieder lustig, aber irgendwann hat man, ist halt auch die Luft raus und dann hat man erstmal für ein paar Wochen keine Lust mehr drauf. Wenn das aber immer kommt, dann kann man das immer phasenweise aufnehmen. Das kenne ich ja auch. Zum Beispiel bei mir immer so, wenn ich viele Beasts spiele, dann hat man immer ultra Bock drauf und dann, was dann spielst und nach 2, 3 Wochen, wo man dann einiges hat, denkt man sich so, ah, nee, ist nicht mehr so toll. Das gleiche ist bei Lucky Blocks auch. Man hat phasenweise richtig Bock drauf und phasenweise überhaupt keinen Bock drauf. Und wenn man dann sowieso so einen Termin hat, wo man einen Monat mindestens nicht da ist, dann eignet sich da halt sehr gut zum, muss man halt erstens einen Arsch von Videos vorproduzieren. Vor allem, wenn mein Kanal ist, der halt wirklich 3 Videos am Tag raushaut. Wenn du für 40 Tage nicht da ist, bist du erstmal, ja, kannst du mal hochrennen, also nur 120 Videos, die in diesen Tagen gekommen. Dann das so ungefähr Viertelstunde lang. 100 mal 15 sind mal 1500. Plus 20 mal 15. Ja. Also, da kommt schon das Gutes zusammen. Das Ganze halt noch rennen und hochladen. Gut, hochladen ist jetzt wahrscheinlich bei deren Internetleitung nicht so das Problem. Aber dafür noch die Thumbnails designen und so weiter. Die werden ab jetzt schon ziemlich ausgelastet sein mit Aufnehmen. Für die Longboard Tour 2. Die werden jetzt anfangen auch vorzuproduzieren. Das kann ich euch sagen. Und das ist halt echt so eine Sache. Das ist schon leicht Wahnsinn. Und man muss halt in erster Linie halt auch für die Planung von sowas
den Leuten richtig viel Respekt zollen, ne? Weil das zu planen ist ja das, also das eine, die Tour an sich zu planen. Aber dann noch zu planen, wie das dann in der Zeit auch mit dem YouTube-Kanal weiterläuft, ist nochmal das andere. Und zwar das, was das eigentlich Aufwendige dahinter ist. Weil sie leben ja alle davon. Von YouTube. Habe ja auch nichts dagegen. Sie machen ihren Job ja gut. Kann man nichts sagen. Und der Erfolg gibt ihnen recht. Also das ist ja auch nicht. YouTube ist nichts anderes wie Marktwirtschaft. Es gibt ein Angebot, das einfach da ist, und es gibt die Nachfrage. Und bei dem die Nachfrage größer ist, der wird erfolgreich. Und wenn, also das Angebot ist ja quasi immer vorhanden. Und wenn er das dann merkt, dass die Nachfrage an einem größer ist, dann macht man, oder passt man das Angebot auch an. Da fängt man wirklich an zu überlegen, was mache ich jetzt am besten, um die Leute mehr glücklich zu machen? Um die Nachfrage bestmöglich zu erfüllen. Dann arbeitet man dran. Deshalb man vielleicht die Thumbnails anders. Redet über anderes, über andere Themen. Nicht einfach nur so aus dem Bauch heraus. Sondern wirkt halt, er macht dann auch gezielt das, wo die Nachfrage besteht. Deswegen sind halt auch jetzt viele von die Leute, die früher halt wirklich Let's Plays gemacht haben, auf stark geschnittene Videos umgestiegen, denn das, was früher ein Let's Play ausgemacht hat, das mit dem langen am Stück reden, naja, das, was ich halt hier auch mache, das ist mittlerweile klar, wird noch angeschaut, aber an solchen Montagen, die zweifelsohne richtig, richtig aufwendig sind und wo man wirklich viel mehr Arbeit reinstecken muss, damit das Ganze gut wird. Ja, solche Montagen werden im Moment halt mehr nachgefragt. Aus dem einfachen Grund, es ist quasi immer noch ein Spiel. Ja, also auch immer noch die gleiche Person. Aber man hat viel mehr lustige Momente. Oder Momente, für die man das Video anschauen würde, auf weniger Zeit. Und wenn man es halt so sieht, ja, die Abo-Box ist schon ziemlich voll immer, also zumindest bei mir. Also meine Abo-Box ist wirklich immer gut voll. Und wenn dann halt mal so ein Gronkh mit Live in the Woods kommt, 30 Minuten, da bist du halt erstmal eine halbe Stunde auch tatsächlich damit beschäftigt, das anzugucken, wenn du es dir anschaust. Wenn dann aber ein, ja, was weiß ich, wer macht denn sowas? Ein Winnycraft zum Beispiel, oder halt ein Concrafter, 20 Minuten, ne, 20 nicht, so 7, 8 Minuten raushaut. Quasi so ein bisschen Best-of-mäßig aus der Aufnahme zusammengeschnitten wird, dann bleibt zwar das mit dem richtigen Kommentieren ein bisschen im Hintergrund, das ist aber auch nicht schlimm. In dem Sinne, ja. Das ist nicht schlimm, dass das Kommentieren im klassischen Sinne in den Hintergrund rückt. Das wollen ja auch viele, ja.
Weil, wenn man richtige Let's Plays sehen will, ich glaube, damit haben halt vor allem auch die Channel, die ja jetzt da auf die Zusammenschnitte sich mehr konzentrieren. Natürlich merkt man, dass es halt nach wie vor ein gewaltiges Überangebot an Minecraft gibt. Ah. Und wenn man halt dann in Minecraft so halt immer mal wieder was zusammenschneidet, so ein Best-of, was erstens eigentlich was einfach viel aufwendiger ist tatsächlich als das klassische Let's Playen, dann kann man halt, ja, wie sage ich das jetzt am besten, dann erreicht man mehr Leute mit diesem Video, ja. Ja, es ist falsch, so kann man das, so will ich das nicht sagen, weil es so jetzt nicht stimmt. Wie sage ich das jetzt am besten? Mit so einem Zusammenschnitt hast du es halt erstens, kann man sich da viel besser auf das konzentrieren, was man eigentlich machen will. Beispiel aufs Bauen, weil man nicht währenddessen die ganze Zeit reden muss. Ja. Deswegen waren ja bei, was ja bei Gronkh immer so legendär war, waren ja eigentlich tatsächlich bei dem klassischen Minecraft Let's Play weniger die Bauwerke standen am Vordergrund, sondern das, was der Typ da gelabert hat. Klingt jetzt ziemlich blöd, aber ist auch so am coolsten. Oder die Folgen, die man am liebsten gesehen hat, waren doch eigentlich die, wo sich der Gute entweder in der Höhle befand und sich jedes Mal wieder verlaufen hat. Das war einfach nur lustig. Oder die Folgen, wo Terra geformt wurde. Oder die U-Bahn gegraben wurde. Oder halt einfach tatsächlich auch die Let's Rutschs, wo man einfach 3 Stunden das gleiche Bild hat. Nur mit wechselnder Tageszeit und Wetter. Und einfach nur geredet wird. Und das Erzählen steht halt bei den klassischen Let's Plays einfach im Vordergrund. Und wenn man das nicht immer perfekt kann, so wie ich zum Beispiel, bei mir mit dem Erzählen ist es extrem, sehr jetzt mal tagesformabhängig, ja. Ich kann jetzt nicht von Haus aus mich hinsetzen und sagen, so, jetzt nehme ich auf und let's play. Das funktioniert nicht. Weil das ist immer so, wo man kann jetzt einfach nicht einen Knopf umlegen im Hirn und auf einmal sprudelt man wie ein Wasserfall. So die Worte aus einem raus in einer Manier, wo man sagen kann, es ist qualitativ gut. Und das merkt man, glaube ich, auch hier ganz gut. Teilweise bin ich halt einfach extrem ruhig und sag halt auch gar nichts. Und in anderen Teilen rede ich wie ein Wasserfall, wie jetzt zum Beispiel gerade. Und das sind so die Unterschiede. Und es gibt halt teilweise selber so Momente, wo ich eigentlich nicht aufnehme, aber trotzdem die ganze Zeit irgendwas vor mich hinlabere. Das sind dann eigentlich die Sachen, die eigentlich in einem Let's Play reinkommen sollten, sowas. Deswegen wäre es eigentlich nicht verkehrt, quasi immer zu streamen. Wenn da kann man wirklich die ganze Zeit reden und wenn man mal nicht redet, ist das auch egal. Aber man muss quasi immer alles aufnehmen. Also eigentlich müsste man als Let's Play wirklich alles immer aufnehmen. Und da, wo man halt dann geredet hat, das dann als Folgen hochladen. Da, wo man nicht geredet hat,
entweder einen Zusammenschnitt draus machen oder halt sagen, ja, das machen wir off, also ohne Aufnahme.